go with tonight's final round. Um eine spielbare Vorabversion zu bekommen, müssen wir im Normalfall zur Poststelle und ein Paket oder einen Briefumschlag abholen. Doch statt eine DVD vom Hersteller in unser Laufwerk zu schmeißen, haben wir die Demo-Version von Fight Night 3 aus dem Netz gesaugt. Der gut 480 MB große Appetithappen steht nämlich bei Xbox Live zum kostenlosen Download bereit und kann auf jeder handelsüblichen Xbox 360 abgespielt werden. Natürlich nur, wenn ihr die entsprechende Festplatte habt. Der Umfang der Demo ist logischerweise eher gering. Es gibt nur einen Boxring und mit Hopkins und Roy Jones lediglich zwei Kämpfer. In der fertigen Version wird es dann große Hallen und weitere Boxer wie Oscar De La Hoya und Arturo Getty geben. Aussagekräftig ist das Ganze aber schon jetzt. Die Entwickler haben die bewährte Steuerung beibehalten, sodass ihr nicht nur schnelle Schlagkombos verteilt, sondern auch gezielt ausweichen und blocken könnt. Das Spieltempo ist derzeit aber noch etwas niedrig. Wir hoffen, dass es in der finalen Version etwas schneller zugeht. Der auffälligste Unterschied zu den Fight Night-Spielen der vorangegangenen Konsolengeneration ist natürlich die Grafik. Und im Vergleich zu anderen Sportspielen kann man in diesem Fall wirklich große Unterschiede erkennen. Die Modelle der Boxer sehen ihren realen Vorbildern nicht nur täuschend ähnlich, sondern sind wirklich bis ins kleinste Detail ausmodelliert. Auch die Lichteffekte wie die Spiegelungen auf den schweißnassen Körpern oder die plastisch wirkenden Frisuren der Kämpfer verbreiten Next-Gen-Flair. Besonders eindrucksvoll kommen diese Details zur Geltung, wenn ihr euch K.O.-Schläge in der Wiederholung anschauen dürft. Die Animationen der Boxer sind zwar noch nicht ganz flüssig, aber wir sind zuversichtlich, dass die Entwickler das Spiel grafisch noch weiter aufpeppen. Der dritte Teil der Fight Night-Reihe soll im März 2006 für diverse Systeme erscheinen. Boxfreunde steigen nicht nur auf der 360 in den Ring, sondern lassen auch auf der PS2 oder der Xbox die Fäuste fliegen. Eine Fassung für die Sony PSP soll ebenfalls im März erscheinen und die ersten Screenshots lassen auch dort auf eine gelungene Umsetzung hoffen. 4, 5, 6, 7, Bernard.